Also für mich hat es nie einen Reiz gehabt, in eine Stadt zu ziehen, weil es mir einfach zu viele Menschen dort sind. Was ich einfach so schön finde am Landleben ist, dass man wirklich ja, hier für sich ist. Praktisch autark von der Außenwelt sozusagen. Ich bin ja täglich unterwegs, besuche meine Kunden, ich betreue ja diverse Firmen und freue mich eigentlich immer, wenn ich des Abends nach Hause komme, ich sag mal in die Oase, sage ich. Ich nenne das jetzt mal einfach so, weil ich es hier wirklich auch so empfinde. Ich habe noch nie in der Stadt gewohnt. Ich habe immer auf dem Land gewohnt und ich habe auch noch nie in einer Siedlung gewohnt. Ich kann eigentlich gar nichts zu sagen, aber ich kann es mir nicht besser anders vorstellen. Zeitlich mal woanders gewohnt, aber bin hier wieder hingezogen. Eigentlich ist es auf dem Land ja ruhig, zumindest stellt man sich das so vor. Es könnte auch laut sein, weil Trecker gibt es ja auch. Man hat ein großes Grundstück, man hat Platz für die Kinder, man hat nicht so viel Angst, wenn sie rausgehen, man braucht nicht überall hinterher gucken. Man hat fürs gleiche Geld mehr Platz, kann mehr machen, ohne dass man einen Nachbar fragen muss oder sonstige Sachen, ob es Lagerfeuer ist oder, ja, genau, oder sonst irgendetwas. Zum Beispiel heute Abend. Ja, hast du ihm schon gesagt, ne? Man kann hier jeden Abend seinen Grill aufstellen. Man könnte rein theoretisch nackt ums Haus laufen. Das interessiert hier niemanden. Man ist hier wirklich fürs... Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Naja, aber diese fast... Diese Nacktecken hier, ja, diese Nudistencamps, das... Also... Ich könnte es mir jetzt mitten in einer Stadt nicht vorstellen. Ich brauche dieses hier, Ruhe. Und dass man eben laut lachen kann, ohne dass das die Nachbarn stört. Zu Lebzeiten noch ist meine eine Schwester halt hier hingezogen, auf den Teil meiner Eltern. Mittlerweile sind meine Eltern verstorben, beide. Und meine zweite Schwester ist mit Familie hingezogen. Das heißt, wir leben momentan mit drei Familien unter einem Dach, wo viele die Augen verdrehen. Kann sowas gut gehen, kann sowas nicht gut gehen. Bis jetzt klappt's. Wir haben momentan mehr Vor- wie Nachteile, wesentlich mehr Vor- wie Nachteile. Also man muss sich schon treffen wollen. Es ist so groß hier, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Mhm. Man muss sich schon treffen wollen. Ich bin in Spengel zur Schule gegangen, das ist ein paar Kilometer weiter. Ich habe meine Ausbildung begonnen und jetzt bin ich nach Osnabrück gezogen, wohne da mit zwei Kumpels zusammen in der WG und arbeite da auch. Was? Ich vermisse in der Stadt gegenüber dem, was ich auf dem Landleben hatte, zum Beispiel meine Hobbys, die ich aufgeben musste. Ich kann ja zu jeder Zeit laut sein, wann ich will, es stört keinen. Das Ganze geht in der Stadt halt wiederum nicht so gut. Vorstellen könnte ich mir das schon, in die Stadt zu ziehen, weil... Auch ich war in Australien ein Jahr und habe eine lange Zeit in Sydney gewohnt. Und für mich sind auch einfach diese Vorteile, dass einfach alles ums Eck ist, dass man die Wege sich erspart. Ich wohne mitten in der Stadt, ich gehe nach draußen, ich habe Kneipen, ich habe Freunde, ich habe... Wie soll ich das sagen? Es ist einfach was los. Wir hatten mal so gedacht, auch wo Oma und Opa noch gelebt haben, das wäre schön gewesen, wenn man dann wie so eine italienische Großfamilie zusammenwohnen würde. Das hatten wir uns eigentlich immer schon gedacht. Das war ja so, das war auch deine Idee, einen riesengroßen Tisch draußen hinzustellen, dass man halt wie eine italienische Großfamilie zusammenlebt, zusammen kocht halt eben auch mal. Und seitdem eben halt die jüngere Schwester eingezogen ist, ist das eigentlich genauso geworden, wie wir uns das eigentlich von Anfang an vorgestellt haben. Das ist ja jedenfalls von meiner. Thank you.
Keller, die da auf der Ecke runter. Aber jetzt weiß ich, wir kriegen dieses Café ist. Also ich wohne hier seit ca. 5 Jahren. Ich bin von Heuel hier nach Westheuel gezogen. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Lebe ich gerne hier. Hier ist es schön ruhig und nicht so viel Verkehr. Manchmal ist es halt schon ein bisschen, man ist so abseits und so. Also ich finde das ganz cool, dass die ganze Verwandtschaft hier so ziemlich so auf einem Fleck lebt, weil dann kann man sich auch immer so sehen und dann muss man nicht immer so weit wegfahren. Ich bin absoluter Gartenfan und irgendwann kommt man vielleicht auch mal auf die Idee, einen Gemüsegartner sich anzuschaffen. Opa hat mich irgendwann mal gefragt, möchtest du auch ein Stück Gemüsegarten? Dann habe ich gesagt, ja, möchte ich auch mal. Dann bin ich halt irgendwann angefangen. Das war 2001. Und seitdem mache ich Gemüsegarten und eigentlich macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Man hat im Sommer ziemlich viel Gemüse und man kann dann in den Garten gehen und gucken, was man so hat, was muss weg oder was ist jetzt reif. Und danach kann man auch kochen. Ich finde, das ist schon schön. Das Problem ist ja einfach, dass man in einem kurzen Zeitraum einfach zu viel Gemüse hat, was man selber nicht schafft. Ich habe da so eine Ecke, da liegt mein Gemüse immer und jeder darf sich was nehmen. Dann könnte ich vielleicht auch mal eine Spardose daneben stellen. Ich glaube, das erste Jahr, da hatte ich wahnsinnig viel Gurken und dann haben wir abends haben wir uns den Hund geschnappt, haben die Gurken hinten in den Gepäckträger gelegt oder in den Korb gelegt und sind dann zu Freunde, Bekannte abklappern und haben jedem ein paar Gurken geschenkt. Das war auch nicht schlecht. Es hilft auch kommunikativ weiter. Autark zu leben, das ist natürlich immer das, was ich sage, dass wir das hier anstreben, aber eigentlich ist es mehr oder weniger, naja, ich will nicht sagen eine Spinnerei, aber wir sind hier schon ziemlich auf einem guten Wege. Rein theoretisch, also ich würde es toll finden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da fehlt doch noch eine ganze Menge dazu, um autark leben zu können. Das liegt ja daran, weil unsere liebe Nachbarin Gabi einen grünen Daumen hat und das Gemüse liebt und den Gemüsegarten so toll macht, weil ich esse und trinke natürlich gerne, aber ich habe nicht so das Händchen dafür, Gemüse anzubauen und auch nicht die Ruhe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir sind Nutznießer von Gabis Arbeit. Ich gehe in die Küche, also ich koche und kümmere mich um die Sachen. Dann sollen Michael und Gabi, die sollen das dann draußen machen und ich backe dann Brot und lege Grillfleisch ein und sowas dann alles. Ich kümmere mich um diese Geschichten im Haus dann. Das ist eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, das greift alles ziemlich gut ineinander, was wir hier machen. Das Selbstversorgen ist bei uns dadurch, dass ich demnächst ja wieder ganze Tage arbeite. Wir machen jetzt nicht so viel mit Garten, wir beiden jetzt hier. Aber ich finde es gut, dass wir hier in der Nähe noch richtig Fleischer haben oder auch von nebenan, sage ich mal, Gurken, Tomaten kriegen. Es ist toll. Also wir selber machen dieses Versorgen jetzt nicht so mit Garten, aber... Wir profitieren davon, dass sowas gemacht wird hier. Genau. Das Schöne daran ist, dass man noch Tiere auf dem Land halten kann. Ich habe mich gerade heute mit einer Bekannten unterhalten. Die hat nur 3 Hühner und ich finde das total toll. Und sie sagte, wir haben für uns beide, sie ist nur, hat nur ihren Partner und sie. Und sie sagt, 3 Hühner sind dann schon zu viel. Sie würde Eier auch immer verschenken. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, falls unser Hühnerlieferant mal ausfällt, dann will ich da auch mal mit auch hin. Also ich würde mir auch Hühner anschaffen. Ich würde es einfach mal versuchen. Ja, da muss man halt mit rechnen. Tschüss, Junge. Langweilt euch mal noch ein bisschen. Danke.
Ja, das war bei mir gestern so. Da war hier alles schläfrig. Alle pennen und du stehst hier als einziger Dödel. Es ist eine Art Wohngemeinschaft, das stimmt. Eine gute Wohngemeinschaft. Vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn wir jetzt irgendwo alleine wohnen würden, in einer Siedlung, wo man vielleicht auch nicht so den Kontakt zu Nachbarn hätte, dann würde man sich ja irgendwie nicht abends einfach gerade mal so auf der Straße treffen mit Nachbarn und sagen, hey, hast du mal eine Flasche Bier oder ein Glas Wein oder wir können uns mal gerade zusammensetzen. Das ist, bei uns ist das einfach so, so gang und gäbe. Man trifft sich, der eine sagt, boah, was gibt es denn bei uns heute Abend zu essen? Jeder macht dann was und schwupps hat man ein Abendbrot und sitzt mit 10 Leuten am Tisch. Es macht schon Spaß. Mein ganzes Leben auf dem Land verbracht. Wenn man in der Stadt ist, klar, man hat da zwar seine Freunde, aber weil man das einfach kennt aus seinem eigenen Leben, man möchte ja schon die Kindheit so seinen Kindern aufzeigen und ich denke mal schon, dass ich persönlich auch gerne wieder, wenn ich meine Familie gründen möchte, ein Haus baue auf dem Land und dass ich meinen Kindern auch einen großen Garten bieten kann und all sowas und das findet man für mich oftmals so auf dem Land mehr. Also für mich war es nie ein Reiz, von der Familie wegzuziehen. Michael ist ja eher so, der sagt immer, wir kleben hier alle zu sehr auf unserer Scholle. Aber mein Leben ist für mich das Schönste, wenn alle aufeinander hocken, wenn wir uns so oft wie möglich sehen oder zusammen essen, an einer großen Tafel sitzen. Das ist für mich einfach schön, dass wir so nah zusammen sind. Nein, ja los, komm.